Wie man unschwer erkennen kann, herrscht bei mir Boxenalarm. Ich habe im April ganz schön viele Boxen bekommen und ich wollte aber nicht zu jeder Box ein Unboxing-Video machen, weil mir das ein bisschen zu viel gewesen wäre für meinen Kanal. Deshalb dachte ich, packe ich jetzt alles in dieses Video rein und dann hat man sowieso einen besseren Überblick, welche Box einem besser gefallen hätte. Schreib mir mal, was du von dieser Idee hältst oder ob du lieber zu jeder Box ein spezielles Video haben möchtest. Das würde mich sehr interessieren. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Box, nämlich mit der hier, mit der von Budni. All diejenigen, die Budnikowski nicht kennen, die wohnen wahrscheinlich nicht in Norddeutschland, denn das ist die Drogerie-Filiale praktisch in Norddeutschland. Hier gibt es nicht so viele DM-Märkte, sondern eher ja, Budnikowskis. Und die haben eben auch so eine Box rausgebracht. Das ist die Beauty-Box I Am Beautiful. Und die ist keine Abo-Box, sondern die kommt nur alle 3 Monate einmal raus. Da kann man sie sich einmal bestellen und kaufen. Aber trotzdem ist das eine Überraschung, was da drin ist. Sie ist mit den 19,99 €, die sie kostet, am happigsten jetzt von allen, aber da sind nur dekorative Kosmetikartikel drin und in Full Size. Dieses Mal ist auch ein Thema angegeben, nämlich Be My Cupcake. Also ich denke, alles so ein bisschen süßlich, duftend und vielleicht ein bisschen viel pink. So stelle ich mir das zumindest vor. Und das erste, was da drin ist, ist ein Parfum von der Marke Pussy Deluxe in der Geruchsrichtung Cookie Cat. Und so sieht das aus. Es ist nicht ganz so süß, wie ich es mir vorgestellt hätte jetzt für das Thema der Box, sondern es ist auch so ein bisschen herber, so ein bisschen was Orientalisches, Würziges da drin. Ich kann es aber nicht jetzt ganz genau beschreiben. Aber ich würde fast sagen, dieses Parfum wäre nicht ganz für sehr junge Mädels geeignet, sondern vielleicht eher für so Mitte 30, vielleicht sogar noch älter. Also ja, stelle ich mir jetzt die Person vor, die diesen Duft trägt. Das nächste, was da drin ist, ist eine Mascara von der Marke Gosh. Und in dieser Box ist es auch wohl typisch, dass da diese ganzen ausländischen Marken drin sind. Und von Gosh habe ich bisher noch nie irgendwas ausgetestet. Das Bürstchen ist ein Gummibürstchen, was mich sehr begeistert, weil ich ja mit diesem Gummibürstchen sehr gut zurechtkomme. Die ist auch so leicht nochmal ein bisschen gebogen hier unten. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, die hier auszutesten. Dann haben wir ein Nagellack hier drin, nämlich von Alessandro. Und das ist ja eine Farbe, vielleicht Mint, würde ich sie jetzt beschreiben. Mit leichten Schimmerpartikeln drin. Und die kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen jetzt für die Jahreszeit auf den Nägeln. Und dann haben wir als nächstes einen Lidschatten von der Marke Debbie. Das ist die Farbe 10 und das ist eigentlich auch so ein, ja, so ein bläulicher, hellblauer Ton. Und ich muss sagen, er ist richtig gut pigmentiert für so einen hellblauen Lidschatten. Der war jetzt auch schön samtig und er hat jetzt auch nicht gekrümelt. Aber ich muss ehrlich zugeben, also ich finde so eine hellblaue Farbe etwas schwierig auf den Augen. Aber wenn man das, denke ich, doch gut kombiniert, dann kommt da vielleicht doch ein schönes Augen-Make-up bei raus. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift drin von der Marke Deborah Milano. Kenne ich auch noch nicht. Und das ist die Farbe 1. Ja, völlig unkompliziert, die Farbe 1. Und es hat sogar Lichtschutzfaktor von 15. Und ich muss sagen, ich finde diese Farbe unglaublich schön. Das ist ein ganz, ganz toller Nude-Ton, so ein Alltagston und ja, so ein bisschen pink. Also jetzt so beim Swatchen finde ich ihn sehr cremig, feuchtigkeitsspendend. Ich hoffe aber, dass er sich nicht zu doll in die Lippenfältchen verzieht. Dahin werde ich ihn noch austesten. Und an sich ist er auch schön. Der hat nämlich hier noch eine Blumenstanzung drin. Aber so die Verpackung finde ich so ein bisschen altbacken, aber ja, das ist wohl Geschmackssache. Dann zu guter Letzt kommt das Highlight in dieser Box, nämlich hier ein Blush von Bourjois. Und Bourjois, denke ich, ist dann doch vielen eher bekannt. Ich habe davon auch schon ein paar Produkte. Und das ist die Farbe 54 Rose Frisian. Und so sieht das Ganze aus. Da ist ein Spiegelchen mit dabei und sogar ein Pinsel, der lustigerweise so gebogen ist wie dieser gebackene Blush hier, damit der auch so da drauf passt. Die Farbe ist jetzt so ein etwas kühlerer Pinkton. Die Pigmentierung ist auf jeden Fall mittelmäßig, also auf jeden Fall gut für einen Blush. Und ja, ich bin sehr gespannt, den hier auszutesten. Und das war's mit der Budni-Box. Kommen wir als nächstes zur Wunderbox. Das ist die Box von der lieben Coco. Falls du sie nicht kennst, wovon ich nicht ausgehe, ich verlinke auf jeden Fall ihren Kanal unten. Und sie hat eben jetzt auch eine Box rausgebracht. Da sind auch nur dekorative Kosmetikartikel drin, was ja, denke ich, eigentlich von den meisten Frauen am meisten gewünscht wird. Und sie hat auch immer ein Thema für ihre Boxen. Und dieses Mal ist das Thema Waldelfen. Diese Box ist schon etwas älter. Ich habe sie nämlich Anfang April bekommen, aber ich komme erst jetzt zu diesem Video. Deshalb ja, ist das vielleicht ein bisschen veraltet, aber es geht ja darum, was so allgemein in solchen Boxen drin ist von der lieben Coco. Und da fangen wir
wir an mit zwei Lidschatten, zwei matten Lidschatten, nämlich einmal Mooskissen und die Farbe Zaubernuss. Das ist so ein auch dunkelgrün, erdigerer, braun, Gemischton. Und beide sind matt und ich glaube, die Coco mag gerne matte Lidschatten, weil es in ihren letzten Boxen auch immer matte Lidschatten gab. Und die sind wirklich sehr gut pigmentiert. Also es ist ein bisschen leicht krümelig, aber ich finde es trotzdem ja, normal jetzt für einen matten Lidschatten. Dann haben wir noch einen Lippenstift da drin und da finde ich die Farbe wirklich sehr hübsch. Das ist auch so erdig und das ist die Farbe Elfenkuss. Ein peachigerer Nude-Ton. Aber auf jeden Fall auch, ich finde die Verpackung total hübsch hier unten mit diesen Sternchen drauf. Also ich finde das richtig süß gemacht. Da hat die Coco richtig toll designt. Und dann noch ein Lipgloss in der Farbe Honigmund. Und wie der Name schon sagt, ist das so ein etwas dunkler, bräunlicherer Ton mit goldenen Schimmerpartikeln drin. Es ist jetzt nicht ganz so eine Farbe, die ich gerne benutzen würde auf meinen Lippen, aber so vom Design her finde ich das sehr hübsch und ich weiß nicht, ob die liebe Coco vielleicht noch andere Farben als Lipgloss hat. Dann zu guter Letzt war da eigentlich noch ein Nagellack drin, nämlich der Waldbodentau, aber den habe ich verschlammt, muss ich jetzt leider zugeben. Ich weiß nicht, wo der verschwunden ist, ja, aber auch so in einem erdigeren Ton. Dann kommen wir jetzt zur Pink Box und ich denke, dazu muss ich nicht viel mehr sagen. Es ist aber so eine Special Edition, die Pink Box feiert, nämlich Geburtstag. Und die Produkte, die da drin sind, ist zunächst einmal hier von Senseia ein Öl-Salz-Body-Peeling. Das finde ich total interessant. Also darauf hätte ich richtig Lust, das auszutesten. Es sind wohl zwei Phasen mit ganz feinem Salz drin und man muss das erstmal vorher ganz kräftig schütteln und dann trägt man das eben auf die Haut auf, ja, reibt sich so ein bisschen darüber und dann kann man das mit lauwarmem Wasser abspülen. Ich finde, es riecht so ein bisschen medizinisch, aber das muss einen ja jetzt nicht unbedingt stören. Auf jeden Fall, das Produkt finde ich schon mal top. Dann ist hier ein Lip Liner drin von Rimmel mit intensiver Farbabgabe. Dieser Stift an sich ist ziemlich dick und ziemlich weich. Also der ist mir eben auch hier abgeknickt. Da muss man wohl sehr aufpassen bei, aber ansonsten ist das so ein bordeauxfarbener Ton. Dann haben wir hier ein Pröbchen drin von Weleda, nämlich ein Pflegeshampoo Hirse. Ja, von Weleda kenne ich die Produkte eigentlich nur für meine Kinder. Für mich selbst habe ich das bisher noch nicht benutzt. Das riecht auch wieder, ja, Weleda riecht einfach nicht lecker. Das ist einfach so. Aber ja, so ein Pflegeshampoo halt. Kann man auch auf jeden Fall benutzen. Dann habe ich hier was von Hansaplast, nämlich auch Blasenpflaster. Erinnert mich so ein bisschen an die Lieblinge-Box von DM. Da waren ja auch Blasenpflaster drin. Die sind jetzt von Hansaplast und ja, funktionieren genauso wie die Compete-Blasenpflaster, falls du die kennst. Finde ich super. Also die kann man immer gebrauchen. Dann etwas total Tolles. Finde ich persönlich zumindest. Da ist nämlich so ein kleines Büchlein drin, so als Vorgeschmack auf das große Buch. Das ist das unerhörte Leben des Alex Woods. Ich kenne das Buch nicht, aber ich finde es total toll. Also es regt einen zum Lesen ein, wenn sowas in so einer Box drin ist. Also von daher wirklich super von der Pink Box, dass sie mal so etwas auch Intelligentes, Lehrreiches in so eine Box packen. Dann ist hier noch ein Pröbchen von einem Parfum drin, nämlich von der Firma Nouvelle Plus. Gehe ich mal davon aus, dass es so heißt. Ich finde den Duft toll. Also es riecht wirklich sehr, sehr frisch und ja, ich mag ja so frische Düfte, die so ein bisschen Zitrus, ein bisschen süßer sind. Und das ist eigentlich ja so ein Duft in die Richtung. Dann haben wir hier noch etwas sehr Interessantes drin, nämlich von My Dry Achselpads, um den Schweiß aufzusaugen. Ja, so sieht das aus und die kann man sich eben in die Klamotten reintun. Also dann saugen die eben den Schweiß auf und man muss dann eben kein Deo benutzen oder man kann das mit Deo kombinieren, wenn man ein extremer Schwitzer ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen würde, wenn man sich das darunter macht. So fühlen sie sich nämlich doch etwas dicker an. Und zu guter Letzt ist da noch ein Pröbchen drin, nämlich eine regenerierende Fußcreme von Hansaplast auch. Und ja, das kann man bestimmt auch mal austesten. Jetzt gerade für die Sandalenzeit sind Fußprodukte sowieso immer ganz toll. Jetzt kommen wir zu meiner Douglas-Box, die ich mir selbst ja bestellt hatte. Ich war immer nicht so ganz auf dem Laufenden, was diese Box betrifft. Also ich weiß nur, ich bin ihr ziemlich hinterhergerannt, weil sie irgendwie immer ausverkauft war oder ausgebucht war und keine Abos verfügbar waren. Aber irgendwann hatte ich irgendwie Glück gehabt. Also dann war sogar, ich glaube, bis jetzt immer noch eine Zeit lang wirklich Abos frei gewesen. Und ich habe mir natürlich die gleich bestellt, ohne zu wissen, dass sie ihr Konzept geändert haben. Es ist nämlich jetzt so, dass sie 15 € kostet, nicht wie vorher, ich glaube 10 €. Und sie haben jetzt immer ein
Thema. Und das erste Thema dieser Box sind Nägel. Und als ich das gelesen habe, ja, da dachte ich mir schon, irgendwie ist das überhaupt nicht mein Ding. Aber so ist das halt, wenn man so eine Überraschungsbox bestellt, dann weiß man vorher eben nicht, ob einem die Produkte gefallen werden oder nicht. Und ja, das erste, was da drin war, ist ein Nagellack. Ein pur roter, blutiger Nagellack. Nämlich von der Douglas Eigenmarke. Und ja, ich denke, all diejenigen, die gerne Nagelprodukte benutzen, die werden sich bestimmt total über dieses Produkt hier freuen. Das nächste ist auch ein Nagellack, beziehungsweise ein Nail Art Tip Painter. Und zwar von Essence. Und ja, da bin ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt ein Essence-Produkt in der Douglas-Box drin ist, die 15 Euro kostet. Ich weiß nicht, ich hätte mir da vielleicht etwas anderes, etwas höherpreisigeres gewünscht. Dann haben wir hier noch ein Marvalab-Produkt drin. Das ist ein Überlack, der soll den Nagellack härten, aber trotzdem ist da so eine elastische Schicht, dass der Nagellack eben nicht direkt absplittert. Und da ist wohl auch irgendwie Acryl mit drin. Dann sind da noch Nagellack-Entferner-Tücher drin. Die kommen so. Und da sind insgesamt 10 Stück davon drin und die sind sogar acetonfrei. Das finde ich toll. Also da, denke ich, werde ich eine Verwendung für haben. Dann ist da noch etwas drin, worüber ich mich gefreut habe, nämlich eine Handlotion von Nails Hands Feet. Und das ist aber eine, die nicht super reichhaltig ist. Also sie spendet schon Feuchtigkeit, aber sie ist eher leicht auf der Haut und zieht auch recht schnell ein. Also für so mal zwischendurch finde ich sie eigentlich doch recht gut und ich freue mich einfach, dass mit so einem Pumpspender kann man sich dann irgendwo hinstellen und das ist dann halt auch super praktisch. Das waren jetzt alle Boxen mit den ganzen Produkten, die da so drin waren. Schreib mir auf jeden Fall, welche Box du am besten fandest und welche du dir im Nachhinein gerne bestellt hättest. Und ja, das war's. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.